Ja, schönen guten Morgen aus Dresden hier vom Platz vor der Frauenkirche, wo hier gerade die Einheitsfeierlichkeiten so langsam beginnen. Es gibt ein Pfeifkonzert nicht nur von dieser Ecke, dort hinten sind noch wesentlich mehr. Und ich zeige euch jetzt mal hier das Eintreffen der Würdenträger. So, es gibt also laute Merkel-muss-weg-Rufe von hinter diesem Zelt. Und hier soll es gleich einen Fototermin geben vor dem Verkehrsmuseum. Dort vorne stehen schon die Fotografen aufgereiht. Ein Fototermin auch mit Angela Merkel und Stanislaw Tillich, dem sächsischen Ministerpräsident von der CDU, könnte ziemlich ungemütlich werden. Es ist sehr laut von der anderen Seite, dort hinten ein gellendes Pfeifkonzert und immer wieder Merkel muss wegrufe. Alles andere als eine feierliche Stimmung hier. Ihr habt es vielleicht gesehen. So, nochmal herzlich willkommen an diejenigen, die dazugekommen sind im Stream. Wir sind in Dresden zwischen Frauenkirche und Verkehrsministerium, wo es gleich einen Fototermin mit Bundeskanzlerin Merkel geben soll. Und es gibt laute Proteste, Buhrufe, Volksverräterrufe, Hau-Abrufe. Und in dem Moment kommen hier in dieser sehr aufgeheizten Stimmung die Politiker an zu den Feierlichkeiten. Ich zeige das gerade mal. So, auch von hier hinten. Merkel muss weg! 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 Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Merkel
Merkel muss weg! 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 So, die Bundeskanzlerin ist eingetroffen in Dresden unter einem gellenden Pfeifkonzert. Ich weiß nicht, ob man es hört, im Hintergrund immer noch sehr, sehr laut hier, während die Limousinen der Politiker hier vor der Frauenkirche auffahren. Sehr viele Kritiker von Angela Merkel und ihrer Politik, offensichtlich rechtspopulistisch, beziehungsweise ja, von der rechten Seite hier, die Proteste sehr, sehr laut. Geht ja auch noch. Wissen Sie denn, wer das ist? Abschaum. Hat er recht? Muss ich recht geben? Muss ich Namen wissen? Namen interessieren mich nicht. Alle, die hier rübergehen. Mit Uniform, ich möchte das nicht. Nee, da muss man ja jetzt einfach bei mir drauf. Ich bleibe hier sehen. Oh, Abschaum. Haut ab. Verschwinde nach Berlin. Haut ab. Verschwindet. Weil ich Quatsch. So, was wir hier gerade erleben in Dresden, ist offenbar ein genereller Hass, Unmut auf die politische Elite. Jeder, der hier vorbeikommt und einen Anzug trägt und zur Einheitsfeier geht, wird ausgebuht, wird Volksverräter genannt. Jede Limousine, die hier vorbeifährt, erzeugt ein neues Pfeifkonzert. Das heißt immer wieder Volksverräter. Als ich eben jemanden gefragt habe, ob er denn wisse, wer das denn überhaupt sei, den er da gerade ausgebuht hat, hieß es nur, Abschaum sei das. Es gibt also eine sehr, sehr große Wut hier auf die Politik im Allgemeinen offenbar. So, was ist eure Meinung zu diesem Empfang hier für die politische Elite des Landes zur Einheitsfeier am 3. Oktober in der Frauenkirche? Hinter mir ein gellendes Pfeifkonzert, Volksverräterrufe. Die Szenerie wird hier beherrscht von dieser Situation. Jetzt sehe ich gerade Claudia Roth, die hier vorbeikommt. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Sollte wir jetzt hier gleich Probleme mit der Verbindung haben, wir melden uns auf jeden Fall im Laufe des Tages immer wieder von dieser Situation, von Protesten, die angekündigt sind, Demonstrationen von Pegida oder dem noch weit rechteren Bündnis Festung Europa.
einfach an sie herangetreten und